herzlich willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass ihr hier seid und habe euch wieder ein Pick a Card mitgebracht. Diesmal zu dem Thema dein gutes Karma aus deinen Past Lives oder aus deinem Past Life. Schauen wir, was durchkommt, ob mehrere oder ein Leben rauskommt. Und ich möchte mit euch betrachten, was ihr für gute Energien schon in einem früheren Leben oder in mehreren früheren Leben euch ja aufgebaut habt, in Form von, dass ihr einfach gute Energie ausgesendet habt, weil für mich das Gesetz des Karmas so ist, dass die Energie, die du aussendest, die bekommst du auch zurück. Aber das kann natürlich zeitversetzt passieren und wir tragen eben auch gute Energie in uns aus unseren früheren Leben, die auch sich im jetzigen Leben zeigen kann. Und entweder, das gucken wir uns auch an, kann es sein, dass du da schon diese Energie dir bewusst bist und vielleicht auch schon die ein oder anderen guten Energien deshalb zurückbekommen hast. Oder ich habe jetzt das Gefühl, dass auch jetzt so der Zeitpunkt ist, wo du dein gutes Karma aus früheren Leben oder aus einem früheren Leben jetzt in der nächsten Zeit zurückbekommst. So, das dazu. Jetzt schauen wir aber, bitte wähle wieder ein oder mehrere Stapel. Hör da bitte ganz auf deine Intuition. Es ist ja auch jedes Mal ein Training deiner Intuition. Und wir beginnen jetzt auch direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wir schauen uns dein gutes Karma an, was du aus einem Past Life oder mehreren Past Lives jetzt vielleicht zurückbekommst und oder was du vielleicht auch schon öfter im Leben das Gefühl hattest. Deshalb habe ich kommt wieder was Gutes auf mich zu, aber ich habe das Gefühl, deshalb habe ich dieses Reading auch jetzt gemacht, dass das in Zukunft noch auf dich wartet und bald dieses gute Karma zu dir zurückkommt. So, beginnen wir mit deinen Botschaften. Du hast einmal diesen Sparkle, also es bedeutet dein inneres Licht, dein inneres Feuer. Und bei dir geht es darum, dass du dein inneres Licht wirklich, so umsorgen sollst, damit es noch größer wird und du von innen heraus noch mehr leuchtest und wirklich die Welt damit verzauberst. Und in einem früheren Leben hast du das halt schon mal getan. Da hast du schon mal trainiert, wie es ist, richtig krass zu leuchten und ein riesiges Feuer und auch Vorbild für andere dadurch zu sein. Wir schauen jetzt, was für ein Past Life das war, was du da vielleicht erlebt hast. Also ich gucke jetzt erstmal in deine Karten und dann schauen wir uns die Geschichte an oder das frühere Leben oder mehrere frühere Leben. Und dann schauen wir, was für ein gutes Karma, also was für eine gute Energie du damals schon ausgestrahlt hast, die du jetzt auch in dir trägst und wo es halt in diesem Leben Zeit ist, dass du auch diese gute Energie zurückbekommst. Du hast einmal den Krieg also hier die Pferde und dieser Streitwagen und erinnert mich ans antike Rom und Ägypten. Also du hast auf jeden Fall eine Inkarnation im alten Ägypten oder im antiken Rom gehabt. Für viele bekomme ich aber auch rein Ägypten. Du warst ein Ägypter oder eine Ägypterin, für manche eben auch ein Römer oder eine Römerin und du hast da Kriegszeiten erlebt. Schauen wir aber weiter, was für eine Rolle du darin gespielt hast oder wie du den Krieg erlebt hast. Dann hast du hier, dass es darum geht, Süchte loszulassen, dass du wirklich das Universum reinlässt und dir gewahr wirst, was du für Vermeidungsstrategien hast
um vielleicht gewisse Dinge nicht zu fühlen, wegzulaufen vor den Gefühlen. Und ein Thema Süchte oder ungesunde Verbindungen bekomme ich auch rein, sind da ein Thema. Wir schauen weiter. Wow, dann hast du die Magie der Erde mit der Nummer 1. Vielleicht hat die Nummer 1 auch für dich eine besondere Bedeutung. Und hier hast du wieder diesen Spark. Überall sind so Sterne und das Leuchten. Also es wird schon zweifach. Dann hast du die Divination und das bedeutet, dass du halt die Gabe hast, unter anderem in die Zukunft zu schauen, dass es darum geht, dass du verschiedene Dinge nutzen kannst und witzig auch, dass hier wieder ein Feuer ist. Also ich kriege hier rein, dass du mit den vier Elementen arbeitest, vielleicht auch wirklich mit der Feuerenergie. Du kannst aber auch das Talent haben, selber Karten zu legen und dadurch in die Zukunft schauen zu können. Ich bekomme hier aber auch rein Kristalle. Oder dass du wirklich auch durch Energiearbeit oder auch Gebete, Yoga, Meditation bekomme ich rein, dass du diese Talente hast, um wirklich dein Bewusstsein zu erweitern und deine spirituellen Gaben ja so auch weiter zu feilen oder dir auch wirklich Botschaften vom Universum so bewusst zu machen, weil du dann eins oder mehrere dieser Hilfsmittel halt verwendest, um Erkenntnisse zu bekommen. Und diese Gabe hattest du auch schon in einem früheren Leben. Also ich kriege ja auch rein heilerische Fähigkeiten, aber schauen wir mal weiter. Ja, dann hast du die Königin der Kelche. So, was haben wir noch? Das geht mal dahin. Dann hast du die zwei der Stäbe. Dass es darum geht, dass du deinen Weg wählst, dass du deine Zukunft planst, auch in Zeiten von Dunkelheit, dass du dich vorbereitest, aus deiner Komfortzone herauszugehen und dich auch mit der Frage immer beschäftigst, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Schauen wir weiter. Dann hast du die Ernte. Auch mit dieser wunderschönen Lotusblüte. Du bist bereit. Und hier ist auch wieder auf Ägypten der Hinweis. Also du hast auf jeden Fall im antiken Ägypten, also diese Inkarnation, die hat was mit deiner jetzigen zu tun. Und dann hast du das Attachment, also dass man ja eine Abhängigkeit oder Verbindung eingegangen ist, die nicht gut für dich waren und die jetzt in diesem Leben aber aufgelöst werden. So, wir steigen jetzt in eure Botschaften genau ein. Also, lieber Stapel 1, bei dir bekomme ich rein, dass du im antiken Ägypten, alten Ägypten, in einer, also Krieg miterlebt hast, du aber damals eine Heilerin oder ein Heiler warst, auch mit der Königin der Kelche, weil die hat auch heilerische Fähigkeiten, die ist auch ein Medium, also kann ein Medium sein, kann hellfühlig, hellhörig, hellsichtig sein, kann wirklich auch heilen, hat heilende Hände zum Beispiel. Und ich bekomme bei dir rein, dass du im Krieg anderen Menschen heilerisch geholfen hast, also mit deinen Händen, und dass du wirklich Verletzte auch geheilt hast. Also da hast du mehr deine heilenden Hände benutzt und wirklich Menschen physisch damit geholfen, Verletzungen zu heilen. Da du aber auch damals schon so heilerische Fähigkeiten auch psychologisch, seelisch hattest, hast du denen auch damit geholfen, also du hast beides gemacht. Du hast einerseits denen psychisch geholfen, weil du die richtigen Worte gesagt hast, weil du auch in die Zukunft gucken konntest und da gewissen Menschen auch mit Hoffnung gegeben hast und wirklich Trost gespendet hast, wenn sie andere Menschen verloren haben oder wenn sie selber verletzt wurden oder wenn sie selber fliehen mussten. Also ich bekomme halt so auch da rein, du hast da
ja, wirklich viele Menschen geheilt, ob seelisch oder auch eben auf körperlicher Ebene. Und damit hast du dir richtig gutes Karma aufgebaut, weil du natürlich heilerische und liebevolle Energie und Trost und Hoffnung gespendet hast. Und das auch in dieser Inkarnation, also auch jetzt, wirst du, wenn du diesen Stapel gewählt hast, mir sagen, dass du, ja, dass du solche Fähigkeiten hast, dass du vielleicht heilende Hände hast oder Energiearbeiter oder Energiearbeiterin bist oder dass du ein Medium bist oder dass du sehr empathisch bist und auch ja sehr liebevoll und auch sehr optimistisch und Menschen auch positives Denken mit auf den Weg gibst und da halt auch immer so dieser Hoffnungsschimmer bist. Und das hast du halt schon mitgebracht, weil man bringt ja auch Talente oder Fähigkeiten aus früheren Leben mit. Und damals kann es halt auch sein, dass du gewisse Werkzeuge benutzt hast, also dass du vielleicht mit Symboliken gearbeitet hast, mit Hieroglyphen gearbeitet hast oder eine Art von, also weil damals im antiken, also im antiken Rom oder im alten Ägypten, in der Inkarnation, die liegt so weit zurück, dass es da jetzt zum Beispiel noch keine Tarotkarten in dem Sinne gab, aber du wirst da ja trotzdem gechannelt haben und das vielleicht sogar ohne irgendwelche Hilfsmittel. Aber heute äußert sich das dann eben auch so, dass du vielleicht auch, auch jetzt channeln kannst oder gewisse Verbindungen hast zu gewissen Engeln oder Spirits und oder zu Meistern oder zu deinen Ahnen und halt auch mit denen kommunizieren kannst. Aber heute, in der heutigen Welt, äußert sich das vielleicht auch darin, dass du wirklich Karten legst und das als Werkzeug auch dafür verwendest, um zu channeln oder dass du ja die Numerologie verwendest oder das Human Design verwendest. Also vielleicht gewisse Dinge, die wir in der heutigen Welt so kennen und die du dafür benutzt. Aber damals zum Beispiel bekomme ich rein, dass du eher diese Verbindung hattest zu den Göttern. Also vielleicht gehörtest du auch zu einem Isis-Kult an oder fast sehr verbunden mit dem Gott Ra oder mit Gott Osiris. Also es ist für jeden hier was anderes. Aber da war das halt, ich krieg das irgendwie so rein, da war die Verbindung irgendwie noch so simpler oder cleaner, indem du eigentlich gar nicht diese Hilfsmittel, die wir jetzt irgendwie mit Methoden manchmal brauchen oder Werkzeuge, dass du die nicht gebraucht hast unbedingt, sondern dass das noch intuitiver war. Und ich glaube halt, dass du da auch wieder hingehen darfst. Also wenn du jetzt auch in diesem Leben dich viel mit, also dir viel Wissen angeeignet hast über vielleicht verschiedene Religionen oder verschiedene Weltanschauungen oder eben verschiedene Systeme in der Astrologie oder in oder das Human Design oder Yoga-Lehre oder Kristalle, dass das alles dich natürlich weiterbringt und das auch ganz wichtig ist, dass du dir dieses Wissen aneignest. Aber ich glaube, dass du in der Zukunft wieder dahin kommen wirst, wieder in diese pure Verbindung und deshalb immer mehr channeln wirst oder telepathisch immer mehr Botschaften mit anderen Wesen aus der fünften Dimension oder auch aus anderen Dimensionen herstellen kannst, ohne eigentlich diese ganzen Praktiken und das Wissen. Das ist super interessant, aber trotzdem musstest du oder musst du dir jetzt auch immer noch dieses Wissen aneignen, um da wieder hinzukommen in diese Einfachheit und deine Magie zu spüren, weil also du hast so eine krasse Magie in dir und so ein Feuer, so ein Leuchten, so ein Strahlen. Und in diesem Leben entdeckst du das immer und immer mehr wieder. Und damals hattest du das halt schon in einer größeren, ausgeprägteren Form. Und deshalb brauchtest du gar nicht diese
Hilfsmittel, nennen wir das mal so, oder du musstest dir gar nicht mehr dieses ganze Wissen so aneignen, weil das schon in dir war und du da wirklich in einer Hochkultur gelebt hast, was ja auch die Ägypter waren und du das einfach so abrufen konntest. Genau. Was du auch mitgenommen hast, was dir heute zugutekommt, ist, weil das halt trotzdem eine schwierige Phase war, wo du halt Krieg miterlebt hast und vor allen Dingen das Leid der anderen. Also ich bekomme hier nicht rein, dass du unbedingt so verletzt wurdest, sondern dass wirklich darum ging, dass du anderen Menschen deren Verletzungen heilst und für die da bist und du da beschützt wurdest schon und dir da in dieser Inkarnation jetzt kein körperliches Leid zugefügt wurde, sondern wenn halt emotionales, dadurch, dass du halt gesehen hast, wie viele Menschen in deinem Umfeld leiden oder verletzt wurden oder Menschen verloren haben, die die denen viel bedeutet haben. Und du hast halt daraus das mitgebracht, dass du weißt, dass, also das ist, wie es ist, in schwierigen Phasen zu leben und dass man aus seiner Komfortzone auch heute rausgehen muss, weil auch du natürlich dich mit harten Schicksalen konfrontieren musstest, um die zu heilen, musstest du ja dich mit den Verletzungen und mit den Traumata von den anderen Menschen wirklich auseinandersetzen und denen helfen. Und das hat dir natürlich auch, ist dir das nicht immer leicht gefallen, weil du ja so empathisch bist und so sensibel und hellfühlig, aber du wusstest halt, dass du das tun musst, um anderen Menschen zu helfen und um anderen Menschen diesen Trost zu geben, egal auch wie hart dann manche Situationen für dich da waren. Und das hast du heute auch wieder mitgebracht. Also du hast irgendwann im Leben das Bewusstsein entwickelt, dass du weißt, dass man immer mal wieder aus der Komfortzone raus muss, Risiken eingehen muss oder eben auch mal was machen muss oder wohin sehen muss, auch in die eigenen Schatten oder auch in die Schatten von anderen Menschen gucken muss und analysieren soll, wie andere Menschen wirklich sind, um eben sich weiterzuentwickeln und eben dich auch aus unguten Verbindungen und eigenen unguten Mustern oder Glaubenssätzen herauszuholen. Und das ist nämlich die Aufgabe in diesem Leben, dass du lernst, also du wurdest nochmal durch Phasen in deinem Leben geschickt, wo du mit Süchten konfrontiert wurdest und entweder eine eigene Sucht, die du auch hast, oder die Süchte wurden dir in Form von anderen Menschen gespiegelt. Und das Thema Co-Abhängigkeit ist in diesem Leben nochmal ein Thema gewesen. Bei vielen kriege ich aber rein, dass das jetzt bei euch endet, weil das Bewusstsein dort ist. Oder es hat auch jetzt schon in den letzten Jahren geendet. Für manche ist es aber, ihr beendet es gerade, weil ihr da einmal durchgehen solltet nochmal, um zu unterscheiden, welche Situationen tun mir gut, welche Menschen tun mir gut und welche eigenen Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, tun mir gut oder eben auch nicht und sich davon immer mehr zu lösen. Und das ist halt mit diesem Attachment gemeint, weil du in diesem Leben lernen sollst, dich zu detachen. Also das bedeutet, sich von unguten Dingen zu lösen und vor allen Dingen einen inneren Abstand zu gewinnen und emotional komplett unabhängig zu werden, genauso wie finanziell komplett unabhängig zu werden. Also das ist so das, was du dir hier auch vorgenommen hast, so die totale Unabhängigkeit zu leben. Weil du das aber schon mal in einer anderen Inkarnation hast du das geschafft. Du warst damals auch unabhängig und konntest deshalb anderen Menschen so sehr helfen, weil du dich auch wenn es manchmal sehr herausfordernde Situationen waren, wo du mit extremen Leid konfrontiert wurdest durch einen Krieg, hast du es trotzdem geschafft, eine Distanz noch einzunehmen, die dir geholfen hat, für andere wirklich da zu sein und heilen zu können. Weil wenn du im Mitleid am Zerfließen bist,
und selber so fertig bist, weil du da wieder eine Co-Abhängigkeit zu anderen erschaffst und das Leid dann komplett in deine eigene DNA mit aufnimmst, durch deinen eigenen Körper fließen lässt, dann kannst du anderen Menschen nicht helfen, weil du dich selber nur elendig fühlst und nicht gut und ausgelaugt und als würde ja der ganze Schmerz der Welt in dir selber sein und dann bist du nicht in deiner Kraft oder in deiner Macht und das hast du damals beherrscht und daran sollst du dich in diesem Leben halt wieder dran erinnern, dass du diese Macht hast und das ist auch dein gutes Karma, weil du so vielen Menschen geholfen hast, sollst du halt auch in diesem Leben das wieder, also zurückbekommen im Sinne von, dass du hier deine Gaben entdeckst, was ja auch nicht jeder hat und auch dann nicht auslebt. Also du hast diese spirituellen Gaben und die sollst du auch hier wirklich leben und damit kannst du dir auch ein Leben voller Fülle erschaffen. Du kannst wieder anderen Menschen damit helfen, aber du bekommst auch dafür ganz viel Wertschätzung zurück, weil du hast ja hier die Ernte liegen und zwar Wertschätzung auch in Form von natürlich emotionaler Wertschätzung, aber auch finanzieller Wertschätzung, weil du anderen Menschen den Weg leuchtest und weil die dir dafür dankbar sind, erstens emotional, aber sieh dir auch die Dankbarkeit, wenn du das hier beruflich machst, eben auch in Form von Geld zur Verfügung stellen, weil das ja nun mal in der aktuellen Welt das Tauschmittel ist und du deshalb halt ja, materiell wie immateriell in die Ernte kommst und da wirklich Fülle leben darfst. Und manchmal hast du das Gefühl, dass du nicht bereit dafür wärst. So, weil das ist gefühlt eine große Aufgabe, weil es eine große Verantwortung ist, andere Menschen zu heilen und auch zu sich selber zu stehen. Und auch in dieser Welt, wo nicht jeder an Spiritualität glaubt oder an solche Gaben glaubt, dass man die Zukunft vorhersehen kann oder dass man Dinge wahrnehmen kann oder erfühlen kann oder hören kann, die nicht jeder hören kann, bist du manchmal verunsichert gewesen in diesem Leben, ob du diesen Gaben wirklich trauen kannst und ob du die auch öffentlich leben kannst, ob du die auch beruflich leben kannst oder auch in deinem Umfeld leben kannst oder davon sprechen kannst. Aber hier sagen dir halt auch die Engel, oder ich bekomme ja auch ganz krass rein, die Göttin Isis, sagt dir hier, du bist bereit. Du hast das schon mal in einem anderen Leben in Höchstform gelebt. Und es ist jetzt Zeit, wenn du immer noch einen Zweifel hast, wirklich diese Gaben anzunehmen, zu entwickeln und komplett zu leben und da wirklich auch in deinem Selbstvertrauen zu sein, dass diese Gaben echt sind und dass du wirklich was kannst und dass du gebraucht wirst, auch diesmal in dieser Zeitschleife, in der wir jetzt sind, also in dieser Lebensspanne, in der wir jetzt sind, in der du jetzt inkarniert hast, weil Menschen auch jetzt wieder Trost und deine heilerischen Fähigkeiten brauchen. Und das ist jetzt natürlich anders ausgelebt, weil es jetzt vielleicht nicht mit Kriegsverletzungen einhergeht und du da Kriegsverletzungen heilen musst. Aber hier wird auf der Erde anders jetzt Krieg geführt und das ist jetzt eher ein spiritueller Krieg, also eher einer, der im Bewusstsein stattfindet, wo viele Menschen ja mit Ängsten zu kämpfen haben, mit früheren Traumata zu kämpfen haben und wo genauso, vielleicht ein bisschen in einer anderen Form, aber genauso deine heilerischen Fähigkeiten gebraucht werden, damit Menschen geheilt werden und damit Menschen Hoffnung behalten und ihr eigenes Licht entdecken. Und dafür bist du halt hier, um dein eigenes Licht leuchten zu lassen und andere damit anzustecken, auch ihr eigenes Licht leuchten zu lassen, um sich nicht in der Negativität zu verstricken und sich nicht auf das Schlechte, auf dieser Erde zu konzentrieren und deshalb im Negativdenken zu bleiben oder in der Angst gefangen zu bleiben, sondern sich darauf
zu besinnen, was wir für Gaben alle haben und wie wir die Welt damit zu einem besseren Ort machen können und Heilung reinbringen können. Wow, lieber Stapel 1, ich freue mich über dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem guten Karma aus früheren Past Lives oder einem Past Life. Wir schauen mal, was da durchkommen darf. Du hast ja hier die zwei Kois gewählt. Also ich kriege hier ganz groß rein Asien. Also eins deiner früheren Leben war auf jeden Fall in Asien. Und die wunderschönen Kois, also vielleicht hast du ja auch Kois oder hast eine besondere Verbindung zu Fischen oder zu einem Koi. Und der Koi an sich steht auf jeden Fall, vor allen Dingen der Goldene, und die haben ja auch hier so, sind ja auch mit Golden, steht unter anderem für Wohlstand und auch für Glück. Und die beiden zusammen werden ja auch ganz oft angezeigt als Yin und Yang. Und hier hast du ja auch die Polarität mit, dass es darum geht, deine feminine und maskuline Energie in dir selber zu, ja, auszubalancieren, ins Gleichgewicht zu bringen. Und wir schauen jetzt mal, was das mit deinem früheren Leben zu tun hatte. Aber der Hinweis ist, dass du das in einem früheren Leben schon einmal geschafft hast, absolut im Balance zu sein. Und das ist etwas, was du als Talent mitgebracht hast und was du in diesem Leben anscheinend wieder erreichen möchtest. Schauen wir jetzt aber weiter in dein Past Life. Wow, und du warst eine Art Mönch, ein Gelehrter oder eine Nonne, eine Art Nonne. Also hier steht ja auch ein Buddhist. Es kann aber auch sein, aber das kriege ich hier eher nicht rein. Ich kriege hier wirklich eher rein buddhistisch, Mönch in Asien. Dann haben wir auch den Eremiten, dass du wirklich auch für dich alleine sehr viel meditiert hast, dass du einen Zugang schon immer zu mystischen Themen hattest. Und Azteken kommen ja auch hier rein. Also, dass du auf jeden Fall abgeschieden gelebt hast und in deiner Inkarnation, vor allen Dingen kriege ich hier rein buddhistischer Mönch, oder ja, buddhistischer Mönch kriege ich hier rein, dass du, also dein Bewusstsein extrem hoch war und du wirklich durch Meditationen und durch Praktiken so spirituell erleuchtet warst, dass du das gemeistert hast, in dieser Inkarnation die Polarität in dir zu vereinen und dich wirklich ganz zu fühlen, bekomme ich rein. Wow, schauen wir weiter. Dann hast du die sieben Sternenschwestern, dass es darum geht, dass du wirklich deine Kreativität hier lebst und Neues wirklich in die Welt bringst und dass du dich ausdrückst, ja, in deiner Einzigartigkeit, wer du bist. Ich kriege ja auch rein, für manche kann es sein, dass du dich auch in diesem, also in im jetzigen Leben auch sehr mit Astrologie beschäftigst, mit dem Stern, dass du das Universum unglaublich faszinierend findest, dass du dich vielleicht auch sogar mit Astronomie und mit Astrologie auseinandersetzt, weil du das so faszinierend findest und dass du kreativ bist und dass es darum auch jetzt geht, aber ja, dass du kreativ bist und dir auch spirituellen Gaben in diesem Leben auch bewusst bist. Und es kann auch sein, dass das abgefärbt hat aus einem früheren Leben, dass du kein Problem damit hast, allein zu sein, weil du das schon mal in so einer hohen Form auch gelebt hast, weil du weißt, dass man auch immer wieder Phasen braucht oder Auszeiten braucht, eine Me-Time braucht, damit du an gewisse Erkenntnisse wieder kommst, damit du eine Bewusstseinserweiterung durchmachst und du weißt, dass man sich dafür immer mal wieder zurückziehen muss. Und
Und das heißt jetzt nicht, dass du komplett allein durchs Leben gehst. Also vielleicht ist es für manche von euch so, dass ihr wirklich euch eher dafür entschieden habt, sehr viel alleine zu sein. Aber für andere von euch ist es auch, dass ihr immer Menschen um euch herum habt oder oft, aber dass ihr auch immer merkt, ich brauche aber auch Zeit für mich und ich brauche Zeit für meine spirituelle Entwicklung und das ist mir auch wichtig oder auch um selber zu reflektieren, auch mein Leben zu reflektieren, zu überlegen, was ich wirklich im Leben möchte, brauche ich meine Meditation oder meine Daily Routine, was auch immer das ist, ob du journalst oder ob du Yoga machst oder dann ein gutes Buch liest oder wirklich einen Spaziergang in der Natur machst oder ein anderes gewisses Hobby hast, wo du vielleicht künstlerisch dich auslebst. Ist für jeden was anderes, aber du brauchst diese Zeit, wo du auch nur was mit dir mal machst und ja, zu dir findest, bekomme ich rein. Schauen wir weiter. Dann hast du Leib und Seele mit der 5 und auch hier nochmal mit der Lotusblüte und der Libelle. Vielleicht sind das auch Zeichen, worauf du achten darfst, wenn du jetzt in nächster Zeit vielleicht meine Libelle siehst, egal ob offline oder online oder eine Lotusblüte. Also ich kriege hier auch rein, jemand, der diesen Stapel gewählt hat, manche von euch praktizieren auch wirklich Yoga oder Buddhismus, fasziniert euch heute immer noch oder ihr beschäftigt euch viel damit und liebt die Lehren von Buddha. Oder ihr fühlt euch auch wirklich nach Asien auch immer noch hingezogen, dass ihr da schon wart oder auch unbedingt hinreisen wollt. Und wenn ihr schon da wart, dass ihr auch sagt, ihr wart so fasziniert davon, weil ihr halt, ja, eure Seele erkennt das ja wieder und ihr fühlt euch da halt auch einfach zu Hause und wohl, weil das wirklich eine ganz tolle Inkarnation war damals. Die Wahrheit, die hat euch halt, also ihr wart einfach in einem unglaublichen Bewusstsein. Dann hast du magische, ja, Geschenke. Okay, wow. Also egal, wo du gerade durchgehst, auf dich warten magische Feen, ja, Blessings, Geschenke auf dich. Und die Feen möchten dir halt mitteilen, dass du dich selber segnen kannst, also stimmt auch Segnungen, und auch andere. Also das kriege ich hier halt auch so rein. Du fühlst dich, glaube ich, auch sehr beschützt von oben. Also auch wenn du es vielleicht auch nicht in Worte fassen kannst. Also manche von euch, ihr wisst ganz genau, dass ihr beschützt werdet von gewissen Spirits oder Engeln und ihr könnt mit denen auch kommunizieren oder von gewissen, kriege ich auch einen anderen Starseeds, ja, von gewissen Energien, weil ihr euch wirklich darüber bewusst seid und mit denen kommunizieren könnt. Und für andere von euch bekomme ich rein, ihr wisst, ihr habt einfach dieses Gefühl, auch wenn ihr vielleicht nicht mit gewissen Energien kommunizieren könnt und wisst, wer das genau ist, ihr wisst, dass ihr beschützt werdet. Und also vom Universum. Ich glaube, manche würden das dann so beschreiben von euch, ich werde vom Universum beschützt und das weiß ich. Und für manche ist es vielleicht auch wirklich, dass du eine Connection auch zu Elfen oder Feen hast und auch weißt, dass die mit dir arbeiten und dich beschützen und auch deine Liebsten. Und was halt in diesem Leben aber auch passieren darf, sind auch für euch immer wieder gute Wendungen. Also das ist auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder passiert, wo ihr dann auch wirklich im Nachhinein sagen würdet, wow, mir sind echt ein paar Glücksfälle in meinem Leben passiert. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und das wird auch weiterkommen. Also da werden auch weitere Glücksfälle in eurem Leben sein, weil das dazugehört, weil das ein gutes, also weil das auch das gute Karma ist, was ihr euch durch diese hohe Inkarnation
wo ihr einfach ein buddhistischer Mönch wart und da so ein hohes Bewusstsein hattet und deshalb so eine Friedensenergie in euch geschaffen hat, also habt und in eurer Umwelt, und diese Energie von Frieden und von ja auch wahrer Selbstliebe und auch wahres Ganzheitsbewusstsein bekomme ich immer rein. Ihr wusstet damals, dass ihr wirklich das Universum seid und dass ihr ganz seid und dass ihr die männliche wie weibliche Seite habt ihr echt in Balance gelebt und wart so in eurer Macht dadurch, also im guten Sinne, in eurer Macht und in eurer Schöpferkraft. Und das ist etwas, was ihr in diesem Leben wirklich mitbekommt und was sich immer mal wieder in so einem Glücksfall äußert und auch zu einer extremen Connection in andere Dimensionen. Deshalb würde mich sogar eher verwundern, wenn nicht jeder, der diesen Stapel wählt, nicht sagt, doch, ich kann mit anderen Energien und in andere Dimensionen kommunizieren, das ist ein Talent von mir. Und wenn du das jetzt noch nicht hast, ist das etwas, was du in Zukunft, also was da wirklich dann noch kommen darf, also die Gabe darf dann noch rauskommen, weil du hier wirklich in diesem anderen Leben hast du das gemeistert, dieses Spiel zwischen deinem Körper und der Seele und da wirklich zu leben, dass das eins ist und dass du halt eine Seele bist in einem Körper. Und das hast du gemeistert. Also ich kriege da auch rein Meisterinkarnation. Und du bist auch jetzt wieder in einer Meisterinkarnation. Wow, schauen wir weiter. Du hast die umgedrehte 7 der Schwerter. Schauen wir noch weiter. Wow, dann hast du die erblühende Fülle mit der Nummer 3. Vielleicht hat auch die 3 für dich eine besondere Bedeutung. Dann hast du die 7 der Stäbe mit gesunde Grenzen, dass es darum geht, deine eigene Position zu verteidigen. Genau, dass du beschützt bist und dass du also wirklich gegroundet sein sollst in diesem Leben. Schauen wir weiter. Dann hast du die Klarheit, auch hier mit Saturn. Vielleicht ist Saturn hat, kann sein, dass das für dich auch, dass du von dem Saturn sehr krass beeinflusst wirst und dass für dich, also du auch bewusst dich mit Saturn auseinandersetzt und dass ein krasser Lehrer auch in dieser Inkarnation für dich ist, der dir immer wieder Klarheit schenkt. Also auch Steinbock-Energie. Und dann hast du hier die großen glücklichen Veränderungen. Und da hatte ich ja schon mal gesagt, immer wieder hast du in deinem Leben Glücksfälle. Und auf dich wartet aber noch, egal in welcher Lebensphase du jetzt bist, egal wie alt du bist, auf dich wartet in Zukunft noch ein richtig großer Glücksfall. Also das ist auf jeden Fall eine Message für dich und das hat was mit deinem guten Karma aus diesem Past Life zu tun, weil du so eine Liebes- und Friedensenergie ausgesendet hast, die in diesem Leben zu dir zurückkommt. Und deshalb auch hier nochmal die erblühende Fülle. Und wenn du jetzt auch sagst, du hast auch Phasen, viele Phasen vielleicht in deinem Leben gehabt oder längere Phasen, von denen du sagst, da war diese erblühende Fülle nicht da oder diese große Fülle oder diese richtig große positive Veränderung, dann kommt die noch. Aber ich glaube, dass viele von euch sagen werden, doch, ich habe immer wieder mal etwas ganz Tolles erlebt, wofür ich dankbar bin. Aber ich kriege hier auch rein bei vielen in kleineren Formaten kriege ich irgendwie rein und dass dieses große Glück
noch auf dich wartet, weil du halt in dieser Inkarnation natürlich auch wieder durch Lernaufgaben gehst, weil deine Seele ja auch wieder vieles vergessen sollte, auch von diesem Leben, wo du so in so einer hohen Energie warst. Und in diesem Leben lebst du wieder Unabhängigkeit sehr viel aus. Und es kann natürlich auch sein für manche von euch, dass ihr lange, also es äußert sich bei jedem anders. Eine Art von Unabhängigkeit kann sein, zum Beispiel, dass du länger Single bist. Eine andere Art von Unabhängigkeit kann sein, dass du selbstständig bist, also beruflich. Es kann eine andere unabhängige Form ist, dass du dein Leben lang oder sehr lange Zeit, also ich meine jetzt nicht als Kind, da ist es schlecht möglich, aber dann vielleicht ab Jugendliche oder junger Erwachsener, dass du immer finanziell unabhängig warst von anderen. Für andere kann das auch einfach sein, eine Art, wie sie ihre Unabhängigkeit leben. Zum Beispiel, wenn du eine Beziehung hast, dass du es aber bevorzugt hast, getrennt zu wohnen. Oder dass du auf deine Unabhängigkeit beharrst, indem du zum Beispiel nicht heiraten möchtest oder dir nicht zusammen Eigentum anschaffen möchtest, sondern da halt eher sagst, nein, ich möchte es alleine, ich möchte alleine mir Eigentum kaufen oder ich möchte alleine leben oder also das kann es auch sein, dass sich so deine Unabhängigkeit äußert. Für andere äußert die sich auch einfach, dass du oft Zeit für dich alleine brauchst, egal ob du in einer Partnerschaft bist, egal ob du viele Freundschaften hast oder wenige, egal was du vielleicht auch für einen Arbeitsplatz hast, ob da vielleicht auch viele Menschen sind, aber dass du immer wieder merkst, dass du auch eine introvertierte Seite hast, und dass du da auch immer wieder Zeit für dich brauchst, dich zurückziehen musst, dass es auch heute in dieser Inkarnation dir unglaublich viel bringt zu meditieren, oder halt wirklich in so einen, ja, in so einen leeren Raum zu kommen, wo du einfach deine Gedanken ziehen lässt und bei dir ankommst und eine Ruhephase einfach hast und dass es auch wichtig ist für dich, kriege ich auch rein zu schlafen, genügend zu schlafen. Und dann kann es auch sein, dass weil du da durchgearbeitet hast und deinen Frieden ja damals auch mit dir selber gemacht hast und weißt, dass dein Glück nur von dir abhängt, dass du das auch in diesem Leben wieder begreifst und weißt, dass du der Schöpfer oder die Schöpferin deines Glückes bist und dass du dadurch nochmal arbeiten durftest, dich auch emotional unabhängig von anderen zu machen. Oder eben auch je nachdem, dass du vielleicht auch mal finanziell von anderen abhängig warst und da aber auch lernst, wieder in diesem Leben komplett in die Unabhängigkeit zu gehen. Das ist für jeden was anderes. Und du, entweder hast du das auch schon jetzt geschafft, oder du bist dabei, das gerade zu schaffen, vor allen Dingen diese emotionale Unabhängigkeit zu gewinnen und immer mehr wirklich in dieses Bewusstsein zu kommen. Ich bin eins. Mein Körper und meine Seele gehören hier in dieser Inkarnation zusammen und es geht darum, alles in Balance zu halten. Es geht auch darum, also ich kriege ja auch rein, dass du mit anderen, in anderen Beziehungen, egal ob es Familie ist, Freundschaften oder Geschäftsbeziehungen oder in einer romantischen Partnerschaft, dass dir auch da immer wieder die Themen begegnen zwischen weiblicher und männlicher Energie und das Thema weg von Extremen zu kommen und in eine Balance zu kommen. Und das ist halt hier auch deine Reise in dieser Inkarnation wieder ins Gleichgewicht immer mehr zu kommen und beide Seiten zu leben. Und deshalb, vielleicht bist du auch vom Sternzeichen Waage, das ist auch ein Indiz, um in die Balance zu kommen, oder du bist vielleicht von Aszendent Waage oder du hast eine Waage Venus oder einen Waage Mond, vielleicht hast du auch einen Merkur in der Waage oder einen Mars in der Waage und das ist auch ein Indiz dafür, dass du halt wieder in diese friedvolle Energie kommen möchtest und dass es aber auch in deinem Leben deshalb auch immer mal wieder Phasen gab oder Situationen, in denen du auch Frieden wirklich fühlst. Und ganz oft,
Und das, so hat dir das dein Leben auch konzipiert, bekommst du auch Phasen, in denen du alleine mal bist, um wieder in diesen Frieden zu kommen und dich daran wieder zu erinnern, dass du das schon mal gemeistert hast. Und weil deine Seele das in diesem Leben wieder meistern möchte. Und das ist halt auch das gute Karma, also die gute Energie, die du ausgesendet hast, die kommt zu dir zurück. Und dieser große Glücksfall, der hat damit zu tun, mit erstens deinem Bewusstsein, wie du die Welt siehst, zweitens damit, dass du es schaffst, in die Balance zu kommen und dass du dadurch innerlich dich glücklich und erfüllt und im Frieden mit dir selbst fühlst. Aber das wird sich auch im Außen spiegeln, dass dein Leben auch im Außen glücklich und harmonisch immer mehr wird. Also mit deiner Inkarnation, mit deiner Lebenszeit hier. Und das ist ja für jeden was anderes, was für dich Glück bedeutet oder was für dich Frieden bedeutet. Das hat in der äußeren Welt für jeden ja was anderes. Für manche von euch ist Glück zum Beispiel, was ich reinbekomme, dass ihr in einem Haus oder in einer Wohnung lebt, was in der Natur ist, wo Felder drumherum sind oder ein Wald drumherum ist. Und das erschafft ihr euch, falls ihr das noch nicht habt und so nicht lebt. Das erschafft ihr euch dann vielleicht noch in der Zukunft. Und das macht euch total glücklich. Für andere von euch ist es halt, dass es euch glücklich macht, in einer harmonischen, ausbalancierten Beziehung zu leben, wenn das etwas ist, was ihr euch wünscht. Und dann wird es halt innerhalb eures Lebens auch passieren. Und wenn es bisher nicht passiert ist, wartet das auf der Zukunft, also in der Zukunft auf euch, dass ihr halt euer Gegenstück findet, dass da der andere Koi im Endeffekt dann noch in euer Leben kommt und ihr diese Erfahrung nochmal machen könnt. Für andere ist es aber auch die eigene Berufung zu finden und die auszuleben, was auch immer das ist, weil hier liegt ja auch, dass du so viel kreatives Talent hast und du hast ja so wundervolle spirituellen Gaben, also diesen Weg zu folgen. Für andere von euch ist es vielleicht auch dieses Leben wieder den Weg zu gehen als eine ja, Hohepriesterin, als eine Nonne, ein Mönch. Wie auch immer ihr das bezeichnet, aber das dann halt in irgendeiner Form auszuleben und dass das euch Frieden gibt. Ja. Lieber Stapel 2, das waren deine Botschaften. Ich hoffe, dir hat das Reading wieder gefallen. Ich freue mich riesig über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wenn du deine Energie, dass hier irgendwie eine Botschaft für diesen Stapel, noch mehr mit meinem Channel hier vermischen möchtest, damit ich noch präziser channeln kann, dann like gerne oder schreib einen Kommentar wirklich drunter, weil du so, und das hast du auch verstanden, deshalb connectet das, glaube ich, auch mit dem einen oder anderen hier. Wir sind alle eins und indem wir uns immer mehr connecten, schüren wir immer weiter diese Energie, also und verbinden uns immer mehr miteinander, um wirklich auch die Energien der anderen noch mehr in die eigene Energie aufzunehmen, warum ich auch dann euch noch besser channeln kann und sich eure ja, Energien wirklich mit meinem Channeling verbinden. Das war irgendwie auch für den einen oder anderen hier eine Botschaft. Ich wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem guten Karma aus deinem Past Life oder aus deinen Past Lives. Wir schauen mal, ob mehrere durchkommen. Du hast ja schon mal die Wellen gewählt mit dem wunderschönen Ozean und auch hier mit diesem Kompass. Vielleicht hast du den auch tätowiert. Vielleicht hast du eine ganz besondere Verbindung auch zum Meer. Und du hast hier die Botschaft schon mal
dass du das Unbekannte, ja, dem Unbekannten ins Gesicht sehen musst, dass du dich mit dem Unbekannten konfrontieren sollst. Und das ist etwas, was du in einem früheren Leben auch getan hast. Du bist ins Unbekannte reingesprungen und das wurde auch von dir verlangt, höre ich auch gerade. Es wurde von dir verlangt, das hat dir dann also sich auch deine Seele einfach vorgenommen, dass du immer wieder Mut bewiesen hast und ins Unbekannte reingesprungen bist. Schauen wir, ja, was für ein Pass gleich durchkommen kann. Du hast das Kindertrauma und da geht es darum, dass da Süchte eine Rolle gespielt haben, Abhängigkeiten in Beziehungen, Ablehnung kannst du erfahren haben, dann auch dieses ja, enttäuscht worden zu sein, so eine Opferhaltung, wow, oder sogar Kidnapping oder verkauft worden sein. Okay, wow. Also da kriege ich zwei Sachen rein aus einem früheren Leben. Ich glaube, dass du ein Leben schon mal als Sklave oder Sklavin hattest. Und das wirklich ein Trauma in dir geweckt hat, und zwar, also versklavt wurdest du als Kind und verkauft. Das ist eine Inkarnation, die du durchgemacht hast. Und auch hier mit dem Meer kriege ich rein, dass du auf einem Sklavenschiff warst. Wow, furchtbar. Also wenn das auch mit dir in Resonanz geht, ich schicke dir ganz viel Liebe und Licht dafür. Gut, gehen wir jetzt wieder raus aus dieser Energie, weil die ist wirklich heavy. Eine andere Inkarnation, die ich aber reinbekomme, ist, dass du eine schwere Kindheit hattest, wo einer der Elternteile Süchte hatte. Also ich kriege auch rein, ein Alkoholproblem, das natürlich auch in früheren Zeiten ja noch weiter verbreitet war als heute, weil sie ja, ja fast nichts anderes außer Alkohol getrunken haben, je nachdem. Aber ich kriege hier auch rein, es könnte eine Wikinger-Inkarnation gewesen sein, aber nicht das von der Versklavung, das kriege ich nicht rein, sondern die Wikinger-Inkarnation war eher dieses mit, dass ein Elternteil, also gefühlt irgendwie ein Vater, ein Wikinger, ein Alkoholproblem hatte, sehr brutal auch war, sehr gewalttätig war und dass dich das traumatisiert hat. So, und durch diese beiden Inkarnationen, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das echt dunkle, schwierige Energie ist, hast du in diesem Leben vielleicht auch wieder so etwas für manche von euch in abgeschwächter Form erlebt, und ich meine jetzt nicht die Sklaverei, ich meine das jetzt, dass du auch wieder mit Süchten konfrontiert wurdest, und es kann jetzt sein, dass du in einem Elternhaus natürlich groß geworden bist, wo wieder Alkohol ein Thema war, aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass die Eltern andere Süchte hatten, wie starke Raucher oder übermäßiges, also vielleicht auch eine Esssucht oder eine Essstörung. Das kann jetzt sein und es muss jetzt auch nicht sein, dass es irgendwas mit Gewalt zu tun hat oder dass du in diesem Leben sagst, dass deine Kindheit furchtbar war oder traumatisch war. Für manche ist es so, für andere ist es eher in so einer abgeschwächten Form, wo ihr aber gemerkt habt, vor allen Dingen als ihr älter wurdet, dass eure Eltern oder ein Elternteil eine Sucht hat. Also aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine schlimme Sucht, die sich dann darin auch geäußert hat, dass euch damit wehgetan wurde, sondern dass ihr vielleicht einfach auch als Jugendliche oder Erwachsene gemerkt habt, wow, meine Eltern haben einfach einen ungesunden Lebensstil in Form von, wie sie sich ernähren oder dass sie rauchen oder dass sie ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel Alkohol trinken oder dass sie vielleicht auch wirklich Alkoholiker sind. Genau, das ist jetzt für jeden was anderes. Auf jeden Fall geht es halt nochmal um dieses Thema Süchte, auch im jetzigen Leben und vielleicht auch, dass ihr selber mit irgendeiner Sucht zu kämpfen
habt. Aber wir schauen jetzt nach, weil ich bekomme hier halt rein durch diese zwei wirklich richtig schwierigen Inkarnationen, wo ihr aber so dunkle Sachen erlebt habt, ist aber euer gutes Karma jetzt, dass da Heilung passieren darf. Und in dieser Inkarnation werdet ihr das, also das, was ihr da in abgeschwächter Form erlebt habt, darf das komplett in die Heilung gehen und die Belohnung irgendwo, die ihr bekommt, also weil ihr ja da auch mit so harten Sachen zu kämpfen hattet, ist, dass das in diesem Leben abgelöst wird. Also ihr habt so eine Karma-Auflösung. Wow, das ist ja echt ein bisschen anderer Stapel als 1 und 2. Wir schauen jetzt mal weiter. Ihr habt das Portal mit Türen gehen auf, du entscheidest, du bekommst eine Belohnung und es ist eine Wildcard, also in etwas ganz Neues. Und das bekomme ich ja auch rein. Dadurch, dass du durch so harte Sachen in zwei Leben durchgegangen bist, bekommst du jetzt die Chance, wirklich hier ein anderes Leben zu haben. Und trotzdem hast du in abgeschwächter Form damit, wurdest du konfrontiert. Hier mit dieser Sklaveninkarnation übrigens, kriege ich auch noch mal rein. Es kann sein, dass du auch sagst, dass deine Jobs in dieser Inkarnation oder ein Job in deiner Inkarnation, wo du richtig ausgenutzt wurdest und wo du sagst, das war ein schlechter Job oder der Chef oder die Chefin waren richtig übel oder die Kollegen waren übel, war richtig herausfordernd. Und dass du da vielleicht auch sogar schon mal darüber gesagt hast, boah, ich habe mich da gefühlt, als wäre ich ein Sklave. Und das ist eine abgeschwächte Form, auch aus diesem früheren Leben. Aber auch da hast du irgendwann verstanden, dass du das nicht mehr mit dir machen lässt. Also, dass du nichts mehr mit dir machen lässt, was du nicht willst und wo du dich schlecht bei fühlst oder wo du dich ausgenutzt oder verkauft fühlst. Also, wo du auch das Gefühl hast, ich verkaufe hier meine Seele, wenn ich hier vielleicht weiter arbeite. Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, in gewissen Verbindungen auch zu Menschen im privaten Bereich gehabt, dass wenn du da bleibst, verrätst du dich selber. Das kriege ich auch rein. Und du hast hier, diese Inkarnation ist dafür da, auch wie als eine karmische Belohnung im Endeffekt, weil du mal ja so harte Sachen wirklich erfahren wolltest, kommst du hier in die Karma-Auflösung und dadurch gehst du in eine neue Frequenz und zwar in eine neue Dimension gefühlt und auch wirklich in eine neue Timeline, wo ein tolles Leben auf dich wartet. Aber wir schauen noch rein, was da vielleicht noch für Botschaften kommen. Wow, okay. Du hast die Fülle. Also wenn du durch dieses Tor gehst, wartet Fülle auf dich. Und das ist jetzt nämlich ein ganz anderes Leben. Da hast du nichts mehr damit zu tun. Also wenn du eine eigene Sucht hattest, dann kommt eine Zeit, entweder ist es schon passiert oder es wartet in der Zukunft auf dich, dass du diese Sucht los wirst. Wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die dir nicht gut tun, dann löst du das Karma mit denen innerhalb dieses Lebens. Und entweder hast du es schon mit vielen getan, von denen du dich auch wirklich distanziert hast, oder du wirst das noch tun, oder du findest mit diesen Menschen so einen emotional distanzierten Umgang, dass deren Verhalten oder deren Süchte oder auch deren toxisches Verhalten, was auch immer es dann ist, dich überhaupt nicht mehr beeinflusst, weil du dich so auf deine Fülle im Leben konzentrierst, dass die völlig darin verblassen und da kommen Menschen oder du hast auch in diesem Leben als gutes Karma, was sich hier dann auch wieder manifestieren darf, du hast immer Menschen in deinem Leben bisher gehabt, einzelne Personen und wirst die auch in Zukunft haben, die es wirklich gut mit dir meinen, mit denen du wundervolle Freundschaften entweder führst oder auch, wo du auch vielleicht Liebespartner hattest, wo du auch sagst, also von denen du auch sagst, das waren wundervolle Partner, die haben mir gut getan oder es war ein wundervoller Partner oder eine wundervolle Partnerin
Genauso wie in der Zukunft. Du wirst auch in Zukunft jemanden noch haben, wenn du das nie hattest, wenn du sagst, nee, meine Beziehungen, die waren alle toxisch, vielleicht auch im romantischen Sinne. Und ich habe bisher das noch nicht erfahren, dass ich wirklich eine wundervolle Beziehung hatte. Dann ist das auch etwas, was auf dich noch wartet. Dieser Kelch möchte von dir endlich getrunken werden. Aber du solltest halt nochmal durch gewisse Dinge durcharbeiten und dich daraus befreien. Und es wartet auf dich innerlicher Reichtum, äußerlicher Reichtum, was auch immer das für dich bedeutet, ist natürlich auch für jeden was anderes. Es wartet auf dich, wenn du das nicht schon lebst, dass du beruflich erfüllt bist, egal welchen Weg du da gehst, aber dass da auch da Wertschätzung zurückkommt, dass du gibst, aber auch im gleichen Maße nimmst. Und wenn du das in der Vergangenheit nicht erfahren hast, ist das das, was auf dich wartet. Du wirst eine riesige Entwicklung in diesem Leben auch innerhalb deiner Selbstliebe machen und deinen Kelch füllen. Und deshalb lebst du in der Fülle, weil du dich selber erfüllt fühlst, dich selber in eine hohe Frequenz bringst, wo dann natürlich auch die höheren Gefühle drin sind, wie Liebe, Frieden, Harmonie und Dankbarkeit zum Beispiel. Und so wirst du dir auch dieses Leben erschaffen. Genauso wie wenn du zum Beispiel, ich kriege auch mit diesem Portal, dass du auch woanders hingehst, wenn es das zum Beispiel ist, dass du an dem Ort, an dem du lebst, dich irgendwie nicht richtig erfüllt fühlst, dann ist hier auch die Botschaft, du wirst dein wahres Zuhause noch finden. Du wirst einen Ort finden, an dem du dich wirklich wohlfühlst. Und für andere ist es halt auch, vielleicht wenn du körperliche Probleme hattest, weil du vielleicht selber toxische Verhaltensweisen hast oder weil du selber eine Sucht hattest und das sich negativ auf deinen Körper ausgeübt hat, dann ist auch das, es wird eine Phase in deinem Leben geben, wo du damit ja aufhörst mit diesem Verhalten und dadurch wirst du dich auch körperlich einfach viel wohler oder fitter fühlen oder manche von euch, die auch mit einer Krankheit zu kämpfen haben oder mit vielleicht auch immer wieder Wehwehchen oder einer bestimmten, ja vielleicht auch mit einer bestimmten Krankheit, die darf halt auch immer mehr in die Heilung gehen und immer abgeschwächter sein oder für manche von euch auch wirklich weggehen, kriege ich hier auch rein, dass die wirklich auch geheilt wird, weil ihr auf eine andere Frequenz geht und die Krankheit auf dieser Frequenz gar nicht mehr existieren kann. Schauen wir weiter. Du hast versteckte Tiefen. Etwas ist vor dir verborgen und kommt ans Licht. Vielleicht ist es ein Geheimnis oder eine Erinnerung ganz tief in deinem Verstand. Ja, wenn es halt dann herauskommt und ausgesprochen wird oder es sich zeigt, was versteckt war, dann kannst du halt frei sein. Und das ist, glaube ich, wirklich bei dir mit versteckten Glaubenssätzen oder wirklich Wahrheiten. Also auch hier, klar, dieses Reading ist ja auch eine tiefe Wahrheit. Woher kommen aus diesen zwei Leben, die du erlebt hast? Aber vielleicht darf da auch im Leben, glaube ich, bekommst du immer mehr Geheimnisse oder versteckte Wahrheiten oder eben auch Erinnerungen an frühere Leben oder auch an deine Kindheit, wo du nochmal in diese Selbstreflexion gehen darfst. Und ich glaube, du bekommst in diesem Leben immer wieder unglaubliche Erkenntnisse. Und die lassen dich auch immer mehr irgendwann verstehen, dass was dich von der Fülle abgehalten hat. Oder was eben dazu jetzt auch führt oder in deinem Leben dann auch geführt hat in gewissen Hinsichten, dass du aber Fülle lebst oder dass du dich erfüllt fühlst. Und da darf immer mehr Klarheit in dein Leben reinkommen und immer mehr Geheimnisse gelüftet werden, bekomme ich rein. Wow, dann hast du den Herrscher. Hier haben wir auch noch mal das Kreuz. Ich habe jetzt vergessen, das ist ja so ein ägyptisches Kreuz. Ist das nicht des Lebens, irgendwas? Auf jeden Fall ist das auch noch mal ein Verweis. Auch vielleicht hast du auch im Ägypten gelebt, im alten Ägypten. Und ich kriege ja auch rein mit der Krone, dass du mal ein König oder eine Königin warst. Und ja, mit dem alten Ägypten, vielleicht warst du ein Pharao oder eine Pharaonin. Aber was gerade auch noch reinkam, war auch ein König, eine Königin
im Mittelalter und ich kriege hier England rein. England auch mit diesem Meer und ja, England. Ich glaube auch, dass es für dich Avalon eine Bedeutung hat, König Artus eine Bedeutung hat. Du da vielleicht auch noch mal drüber recherchieren darfst. Also dieser Stapel, ich bin beeindruckt, weil in den anderen beiden Stapeln gab es eigentlich immer nur ein Leben, was sich offenbart hat. Hier haben wir ja diverse Leben, die herauskommen. Und es geht darum, auch in diesem Leben, dass du wieder in diese Herrschaftsenergie kommst. Und das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt damit zu tun, dass du hier ein König oder eine Königin bist, in dem Sinne, wie das früher so war, oder ein Pharao, eine Pharaonin, sondern hier geht das im übertragenen Sinne darum, dass du wieder der König oder die Königin deines eigenen Lebens wirst und dass du dein Glück in die Hand nimmst. Und dass du für dich Fülle kreierst und mutig genug bist, durch ein neues Tor zu gehen, in eine neue Frequenz zu gehen, dein Bewusstsein zu erweitern. Und ich kriege auch immer den Satz rein, im Leben vorwärts zu kommen, im Leben einen großen Sprung zu wagen, kriege ich rein. Mutig zu sein, risikobereit zu sein und wirklich ganz, also das kriege ich ganz stark rein. Ein starkes Selbstvertrauen zu entwickeln, dir selber wirklich richtig zu vertrauen und dich immer wieder auch hier, weil das ist das, was du damals schon gelernt hast, dass du ins Unbekannte verschifft wurdest. Also das war ja durch durch Sklavenschiff, wurdest du verschifft und musstest dort ja auch mit Begebenheiten einfach umgehen. Du wurdest, kriege ich auch rein, irgendwie in ein anderes Land gebracht und du musstest damit klarkommen, dass das alles für dich neu ist, dass das Terrain ist, was du nicht kennst, eine Sprache auch, die du nicht sprechen kannst und das wird in der einen oder anderen Hinsicht von dir in diesem Leben auch verlangt, dass du immer wieder ins Ungewisse gehst, etwas Neues beginnst, also vielleicht auch beruflich, dass du da auch vielleicht verschiedene Wege im Leben gegangen bist, dass du verschiedene Ausbildungen gemacht hast oder verschiedene Studiengänge oder verschiedene Seminare oder halt auch wirklich immer mal wieder neu anfangen musstest im Sinne von, dass du Jobs gewechselt hast oder umgezogen bist oft oder öfter vielleicht auch verschiedene Partnerschaften im Leben hattest. Und in diesem Leben wartet aber auf dich immer wieder, wenn du das tust, eine Belohnung und du kommst deiner Fülle immer näher. Und ich glaube, deshalb bin ich so gespannt, wenn ihr es mir drunter schreibt in die Kommentare. Ich glaube, dass du mir das auch sagen wirst, also viele von euch auch mir da drunter schreiben würden. Ja, wenn ich einen Job gewechselt habe oder umgezogen bin oder mich aus einer Beziehung gelöst habe, egal ob es eine Freundschaft war, ein Familienmitglied oder eine romantische Beziehung, ich habe mich immer weiterentwickelt. Ich bin immer weiter dadurch im Leben gekommen. Und das alles hat nur dazu geführt, wer ich heute bin und dass ich mich stärker gemacht, kriege ich auch rein, dass ich weiß, dass ich diese Fülle selbst kreieren kann und dass ich mir selber immer neue Dinge oder Situationen erschaffen kann, die mich näher an meine Herzenswünsche bringen. Das kriege ich rein. Wow, okay. Schauen wir weiter. Wow, du hast die Gerechtigkeit mit Fairness. Ja, da sind die universellen Gesetze und das Karma. Ja, hier ist die Ursache und Wirkung. Die Wahrheit wird, ja, wird, also ist, okay, wie nennt man das jetzt? Fehlt das Wort. Ist offenbart, wird offenbart. Dann hast du, ja, vielleicht auch mit dem Gericht Gesetzmäßigkeiten, dass da was rauskommt, Verantwortung und Konsequenzen. Vielleicht bist du Waage, vielleicht hast du irgendein ja, besonderes Placement auch in der Waage in deinem Horoskop. Vielleicht hast du auch mit Menschen zu tun in diesem Leben, die das Sternzeichen Waage sind und du selber bist vielleicht auch Widder. Oder du hast mit Menschen immer zu tun, die Widder sind, das kann auch sein.
Bei dir geht es in diesem Leben um einen Karma-Ausgleich, weil du so schwierige Inkarnationen durch hast, fallen diese zwei, von denen ich gesprochen habe, dass in diesem Leben dir das zurückgegeben wird als Ausgleich oder als Karma-Ablösung, weil du durch so Schwieriges durchgegangen bist in Form von Fülle. Und in Form von, also auch für manche von euch, in einer erfolgreichen Selbstständigkeit bekomme ich rein. Oder wirklich auch ein erfolgreiches Berufsleben, auch wenn du angestellt bist. Und wenn das noch nicht so ist, dann wird das passieren. Für andere aber halt auch, dass ihr in Form von einem Menschen belohnt werdet, der euch richtig weit bringt, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sind, in was für einer Beziehung ihr auch immer mit demjenigen steht, aber dass ihr da halt auch sagt, wow, dieser Mensch ist in meinem Leben oder war in meinem Leben eine unglaubliche Bereicherung und hat mich weit gebracht, weil hier wirklich ein Karma-Ausgleich stattfinden darf und ganz viel Wahrheit. Also ihr werdet auf jeden Fall auch sagen, dass in eurem Leben ihr öfter Botschaften bekommen habt, wo wirklich Wahrheiten euch ja kommuniziert werden, die euer Leben verändern. Und wenn es bisher nicht passiert ist, wird es noch passieren. Also ihr habt hier ganz krass, also dass ihr auch so Truth Seeker seid, also dass ihr auch nach der Wahrheit sucht. Ihr habt auch irgendwie das Gefühl, ihr möchtet in Dinge ins Detail gehen, ihr wollt Dinge herausfinden, ihr möchtet die Wahrheit über euch selbst herausfinden und die Wahrheit über dieses Leben, über die verschiedenen Dimensionen, wie es ist, also was die Wahrheit auch ist hinter den ganzen Lehren der Seele des Universums, kriege ich auch rein. Ja. Und dass ihr halt auch hier seid, das kann auch nochmal ein Indiz sein, dass ihr auch Ungerechtigkeit nicht ertragen könnt. Ihr möchtet halt, dass jeder fair behandelt wird, dass, und die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein, das ist ein großes, ja, ein großer Wert. Also es ist ein Teil eures Wertesystems, bekomme ich hier auch rein. Und das Universum, ja, von den Energien her, bekommt ihr in diesem Leben euren Ausgleich. Schauen wir weiter. Wow, du hast die Metamorphose, also mit dem Schmetterling, vielleicht hat der Schmetterling auch für dich noch eine besondere Bedeutung oder du siehst aktuell viele Schmetterlinge. Bei dir geht es darum, dass du in diesem Leben ja, durch diesen Erwachensprozess durchgehst. Das ist ein Indiz für mich, dass du in diesem Leben auch ein spirituelles Erwachen hast oder auch mehrere und dass du die Lebensgeschichte auch durchmachen möchtest vom, so ein bisschen in übertriebener Form, vom hässlichen Entlein zu dem wunderschönen Schwan. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf deinen Körper, sondern ich meine es in Bezug auf, dass du nochmal am Anfang deines Lebens oder auch in gewissen Phasen, ich will das jetzt auch gar nicht immer so konstant sehen, weil wir wechseln ja auch manchmal Phasen und ein paar Jahre haben wir dann eine gute Phase und dann ist wieder eine schwierigere. Aber bei dir geht es wirklich darum, dass du Phasen in deinem Leben hattest, wo du eher die Raupe warst und wo du dich halt nochmal ja, mit Herausforderungen konfrontiert gesehen hast, wo eben nochmal vielleicht auch ja, diese Traumata aus der Kindheit, aus den früheren Leben nochmal hochkommen dürfen, wo du nochmal vielleicht auch Schmerzhaftes da erlebt hast, in abgeschwächterer Form als das, was du da in früheren Leben erlebt hast. Und dieser Prozess dich aber schleift wie so ein Diamant und dich dazu bringt, zu diesem wunderschönen Schmetterling zu werden, der eben dann diese Fülle lebt. Und eben in seine Macht kommt, in sein Selbstvertrauen kommt und was echt Tolles hier erschafft und sich ein wunderschönes Leben erschafft und diese Verletzungen und Traumata wirklich heilt und auf eine andere Ebene geht und in die Vergebung geht und sich selber gewahr wird auch, also das ist das Thema Wahrheit auch, dass du als Seele dir das ausgesucht hast, auch solche harten Inkarnationen zu durchleben, um zu erleben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und das in jeder Facette. Und
Das braucht aber eine Zeit, um da wirklich Frieden mit zu schließen. Vor allen Dingen, wenn dann so schlimme Energien hochkommen oder man daran erinnert wird oder auch in diesem Leben natürlich, was passiert ist, warum man verletzt und enttäuscht ist oder ja, halt auch vielleicht auch traumatisch erschüttert, also wirklich geschockt ist. Und da halt durchzuarbeiten und wieder sich davon zu lösen. Und dann es so zu sehen, wieder aus einem Abstand heraus, also aus diesem neutralen Zustand einer Seele, zu sagen, ja, ich wollte das aber alles so erfahren, weil ich mich als Seele als alles erfahren möchte. So, und jetzt habe ich da durchgearbeitet und habe das erlebt. Und jetzt darf aber das neue Leben auf mich warten, eine neue Erfahrung, weil ich habe mir in diesem Leben jetzt noch was, eine ganz wundervolle Erfahrung ausgedacht. Und das ist ja nur auch in unserem menschlichen Wesen oder in unserem Verstand. Nur unser Verstand teilt etwas in eine schlimme oder in eine gute Erfahrung. Die Seele tut es nicht. Aber da halt jetzt als Mensch, also wir sind ja jetzt hier Menschen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt als Mensch hier was Wundervolles erfahren und ich möchte Fülle erfahren und was auch immer das jetzt bedeutet, ist ja für jeden was anderes. Und sich darauf jetzt zu freuen und das andere auch wirklich in der Vergangenheit zu lassen, sich davon zu lösen, durch dieses Portal zu gehen und davon wegzugehen von denen. Und vor allen Dingen kriege ich auch rein, diesen Karma-Zyklus dann auch jetzt komplett in diesem Leben zu beenden und nicht wieder in diese Abhängigkeiten zu gehen, wieder das Trauma hochzuholen und wieder in so einen Dauerkreislauf reinzugehen, weil der soll jetzt beendet werden mit der Waage, also mit der Gerechtigkeit, weil es da jetzt reicht. Du hast das jetzt genug erlebt und jetzt soll was Neues reinkommen. So, schauen wir weiter. Dann hast du noch, dass du andere nach Hilfe fragen kannst. Und du von anderen auch wirklich Hilfe in diesem Leben bekommst. Also falls du Ich glaube, dass du mir schreiben würdest, dass du immer Menschen in deinem Leben hattest, die hilfreich waren und dir geholfen haben. Gab das jetzt viele oder wenige waren, aber dass da auf jeden Fall immer jemand war. Es kann aber sein, dass du ein Thema damit hast, dass du ein Problem damit hast, um Hilfe zu bitten und dass du das aber tun sollst und vor allen Dingen auch die geistige Welt. Egal mit wem du da verbunden bist. Bitte frag das Universum, deine Spirits, Engel, wen auch immer, in gute Energien, die es gut mit dir meinen, wer auch immer es ist. Bitte frag sie um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst und dann wird dir auch Hilfe zuteil. Und auch dadurch kommst du immer nur näher in dieses, ja, in die Manifestation deiner Fülle, weil es ja auch dazu gehört, mit anderen Menschen verbunden zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Und da du ja auch anderen Menschen hilfst, helfen dir ja auch andere. Also es geht auch da um Balance. Es geht halt darum, dass du nicht anderen Menschen nur helfen sollst, aber selber keine Hilfe annehmen kannst, sondern bitte achte da auf Balance, wenn das auch ein Thema war, und das war ein Thema auch von manchen von euch, dass ihr andere nicht genügend nach Hilfe fragt, sondern irgendwie glaubt, ihr müsst Dinge alleine machen, oder vielleicht auch, weil ihr manchmal auch nicht das Vertrauen in Menschen habt, weil ihr da so traumatische Sachen auch mal erlebt habt. Aber in der geistigen Welt sind auf jeden Fall Helfer für euch, aber auch der eine oder andere Mensch ist da in diesem Leben und der hilft euch gerne. Und das war eine Botschaft, die auch jemand von euch hören musste, aber es ist halt auch gutes Karma, was ihr euch da auch aufgebaut habt. Und ich kriege auch rein, aber auch in diesem Leben, weil ihr auch vielen anderen geholfen habt. Und es möchte jetzt auch zu euch zurückkommen. Auch andere möchten euch jetzt helfen. So, schauen wir noch in eure letzte Karte. Du hast die 35, vielleicht bist du 35, vielleicht hast du am 3.5. Geburtstag oder am 5.3. oder die Nummer 8, das ist ja die Quersumme, hat eine Bedeutung für dich. Bei dir geht es ja um das erste Chakra, also das Wurzelchakra und um Erzengel Michael. Vielleicht hast du eh eine besondere Verbindung zu Erzengel Michael.
Und der möchte dir auch helfen, das kriege ich auch rein. Also wenn du bisher es noch nicht wusstest, dann kannst du ihn ja jetzt auch gerne einbinden und ihn auch um Hilfe bitten oder auch Meditation extra machen. Und was dir auch gut tun würde, ist sowieso auch, dass du Wurzelchakra-Meditation machst, weil durch diese Traumata, die du als Kind erfahren hast in diesen früheren Inkarnationen und auch in dieser Inkarnation, hast du ein blockiertes Wurzelchakra und das äußert sich oft darin, dass wir uns nicht stabil und sicher fühlen, was mich auch nicht wundert nach solchen Inkarnationen, dass wir finanzielle Probleme haben können, dass wir Probleme mit der Familie haben können, also toxische Muster hast du ja hier sowieso schon liegen und dass da was geheilt werden möchte. Man kann auch Probleme mit Zähnen haben, wenn das Wurzelchakra nicht funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Indiz für dich, vielleicht hast du aktuell auch Probleme mit Zähnen oder hattest das im Leben auch immer wieder. Das steht auch für Blockaden im Wurzelchakra und auch ein gestörtes Urvertrauen, also ein Misstrauensproblem, weil halt in der Kindheit und in früheren Leben erschütternde Dinge passiert sind. Worauf du dich aber jetzt mal mehr konzentrieren darfst, sind auf zwei Leben, die ja auch reingekommen sind und er hat ja auch was Rotes an und hier geht es ja um die Farbe Rot, das wird dem Wurzelchakra zugeordnet und es geht in diesem Leben nämlich darum, dass du ja wieder der König, die Königin wirst deines Lebens und in deine Stabilität kommst, dich geerdet fühlst, wieder ein gesundes Wurzelchakra hast, was fließt und was nicht blockiert ist. Und du sollst dich halt an zwei Inkarnationen erinnern, in denen du das schon gelebt hast und schon geübt hast. Und das war einmal als Pharao, Pharaonin und einmal als König oder Königin im Mittelalter. Und an das sollst du dich lieber mal erinnern, weil da hast du es geschafft, ein ganzes Land zu regieren. Und da wirklich in deiner Macht zu sein und dein Wurzelchakra ja hat wirklich funktioniert. Du warst in deiner Stabilität, du hast dir eine Stabilität aufgebaut, du hast da in Fülle gelebt, du hast dir selbst vertraut, dass du eine gute Führungsposition, also eine gute Führungspersönlichkeit warst, dass du halt auch Gutes für dein Volk getan hast, dass du Gutes für deine Familie getan hast und dass du wirklich dein Leben auch im Griff hattest und Fülle kreiert hast. Das kriege ich rein. Und daran sollst du dich erinnern. Und es ist jetzt so ein bisschen so, diese zwei Leben sollst du hinter dir lassen. Und durch dieses Portal gehen und du sollst das leben. Du sollst dich an diese zwei Leben von früher erinnern, wo du einfach in deiner Macht warst und wo du Fülle kreiert hast. Das bekomme ich rein. Und das ist das eine der versteckten Wahrheiten, die auch zu dir kommen sollten durch dieses Reading. Aber da werden noch andere kommen. Wow, Stapel 3, ich bin höchst beeindruckt, was ich hier alles gechannelt habe. Ich freue mich riesig über dein Like, dein Kommentar und dein Abo. Falls du ein Personal Reading buchen möchtest, freue ich mich umso mehr, weil das klingt wirklich nach krassen Seelenerfahrungen, die du schon in der Vergangenheit und auch jetzt irgendwie durchmachst. Und ich schicke dir ganz viel Love and Sunlight. Bis zum nächsten Mal.